Hyperscape fast abgeschlossen. Drei Cobras im Einsatz. Drohne verloren. Schicke eine Cobra als Unterstützung. Dein Geleitschutz ist so gut wie aufgebraucht, Knight. Schütze den Cloudburst. Zieh dich zurück. Er kann mich nicht besiegen. Der Cloudburst ist zu mächtig. Eine verloren. Programmiere Cobra für Gegenschlag. Was glaubst du, was du da tust? Wir bringen den Job zu Ende. Das ist nicht der Plan, auf den wir uns geeinigt haben. Aber einer, der funktioniert. Scarecrow soll an seinem eigenen Toxin ersticken, Batman. Er will dich leiden sehen. Ich will dich unterstützen. Es ist auf dem Panzer des Arkham Knight angebracht. Beide sind zu stark gepanzert für einen direkten Angriff. Wie funktioniert der Cloudburst? Die Energiequelle befindet sich im Innern, hat aber ein Kühlsystem, um ein Überhitzen zu verhindern. Das ist die Schwachstelle. Ein Riss würde eine Kettenreaktion auslösen und den Cloudburst zerstören. Und vielleicht auch den Panzer. Ich konfiguriere Ihre Scanner neu, sodass Sie die Kühlmittelleitungen orten können. Viel Glück, Sir. Ich muss näher ran, um den Panzer zu scannen. Darf aber nicht gesehen werden. Die Kühlmittelleitungen verlaufen vermutlich nahe der Oberfläche des Panzers. Die 60mm Kanone sollte sie beschädigen können, aber ein Schuss wird nicht ausreichen. Ich kann nicht lange bei der Waffe bleiben. Ich muss angreifen und mich sofort zurückziehen. Anderen Scarecrows Toxin beseitigen. Keine kommen! Ihr versucht den Cloudburst zu überhitzen. Verschwinde! Er darf nicht gewinnen! Du erhältst noch deine Chance, ihn zu töten. Ich warte nicht länger. Ich brauche keine Erlaubnis, um dich zu töten. Diese Straßen. Dieser Panzer dient nur deiner Vernichtung.
widerstehen. Rückzug! Nein! Bis zum mittleren Ende! Ich lasse mir von niemandem was sagen, Batman! Die Explosion hat die Hauptkanone ausgeschaltet. Jetzt kann ich näher ran und den Cloudburst unter Beschuss nehmen. Du kannst nicht gewinnen. Niemals! Sir, der Arkham Knight. Haben Sie ihn besiegt? Er ist fort. Sie klingen nicht ganz sicher, Sir. Ivy, ich habe den Cloudburst zerstört. Filtere das restliche Toxin schnellstmöglich. Ivy. Ich fürchte, Sie sind zu spät, Sir. Die Scans zeigen, dass das Gift Ivys Pflanzen überwältigt. Ich bin unterwegs zu ihr. Der Cloudburst war mein. Meine stärkste Waffe, mein Instrument der Angst. Dafür werde ich mich rächen. Bei dir und all deinen Freunden. Wie Poison Ivy. Mein Gift überwältigt sie. Sie bezahlt gerade dafür, sich mir in den Weg zu stellen.
Das Zeug haut echt rein. Mehr. Ivy! Die Gaswolke verflüchtigt sich. Gut gemacht. Von Ihnen und Poison Ivy. Wir haben unterschätzt, wie viel Menschlichkeit noch in ihr steckt. Sie ist tot, Alfred. Die Reinigung des Toxins hat sie ausgezehrt. Oh, verstehe. Ihre letzte Tat war nobel. Ich muss Scarecrow finden, bevor noch jemand stirbt. Hast du Spuren für mich? Nichts Konkretes, Sir. Der GCBD-Funkraum könnte helfen. Sie haben eine verschlüsselte Übertragung über einen SWAT-Kanal aus der Stadt abgefangen. Kurios, denn es gibt zurzeit keine SWAT-Officers im Einsatz. Dann gibt es natürlich noch zahlreiche ungelöste Fälle, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Ohne das Toxin wäre nun der perfekte Moment, die Stadt wieder zu übernehmen. Vielleicht nach Bristol begeben, Sir. Die Polizei meldet dort dieselbe Opernmusik, die auch an den anderen Tatorten gespielt wurde. Nein, mag wahnsinnig geflogen sein, aber seine Armee unterliegt mir. Denn auch wenn mein Toxin sich auflöst, hinterlässt es eine von dir im Stich gelassene Stadt. Ein Mahnmal für dein Versagen. Heute Nacht stirbt die Legende von Batman und Gotham stirbt. Wenn sich Scarecrow in einer der elenden Anzeigen für den Gasangriff entschuldigt. Thank you.
Alfred, wir können ein drittes Opfer auf die Liste setzen. Diese Sache nimmt grausige Züge an, Sir. Es erinnert mich an eine Reihe von Morden zu Beginn Ihrer Karriere. Wenn ich mich nicht irre, war es Halloween und es wurde eine wahrlich lange Nacht. Ich versuche, die Leiche zu identifizieren. Ich habe so ein Narbengewebe schon mal gesehen. Das ist eine Bissspur. Dem Muster nach stammt sie von einer Selachimorpha-Art. Diese spezielle Haiart gibt es nur vor der Küste von North Gotham. Das Opfer verfügt über eine Okularprothese. Dieses besondere medizinische Acryl wurde nur einmal während einer Probezeit vor 5 Jahren eingesetzt. Anzeichen von Gewalteinwirkung am Oberarm. Es wurden Titanschrauben zur Behebung einer Oberarmfraktur eingesetzt. Alfred, das Opfer heißt Lisa Mendes. Sie hatte eine unglückliche Kindheit, Sir. Sie verlor früh ihre Eltern, lebte in Pflegefamilien und nahm Drogen. Dennoch wurde sie eine recht begabte Surferin und so kam es auch zu der Haiattacke. Leider starb bei dieser ihr Freund. Sie arbeitete für einen Wohltätigkeitsverband in Tucson, Arizona, als sie verschwand. Jetzt sind es 3 Opfer. Sie alle wurden an verschiedenen Orten im Land entführt. Such weiter nach einer möglichen Verbindung, Alfred. Sie haben recht. Die Botschaften bei den Leichen lassen vermuten, dass der Mörder Größeres vorhat. So als ob diese Opfer nicht gut genug für seine Pläne waren. Glauben Sie, es gab noch mehr Opfer? Ja, und ich weiß nicht, was er mit ihnen vorhat. Ich bin auf dem Weg zum GCPD, um die Nachricht auf der SWAT-Frequenz aus der Stadt zu entschlüsseln. Hoffentlich erfahren wir etwas über Scarecrows Aufenthaltsort. Zum Geier ist Scarecrow. Ivys Pflanzen werden noch alles ruinieren. Weg ist das Scheißzeug. Danke, Batman. Ich hatte schon gedacht, wir schaffen es nicht mehr. Hey, Batman. Wie geht's? Lass mich wissen, wenn ich irgendwie helfe. Diese Narren glauben tatsächlich, dass du gewinnst. Diesen Irrglauben müssen sie von dir haben, Batman. Noch wird Gotham nicht untergehen, Batman. Dank dir. Ich habe zum letzten Mal mit dir gearbeitet, Ben. Du sagst, dann wäre narrensicher aus Wall. Erzählen Sie mir von diesem Funkspruch. Würde ich, wenn es ginge, aber das ist ein verschlüsselter SWAT-Kanal. Diese Jungs legen großen Wert auf ihre Privatsphäre. Ich bin drin. Hanley, hören Sie mich? Hier ist Jim.
Ich brauche ein paar Pläne. Ich habe Crane gefunden und der Bastard wird sterben für das, was er meinem kleinen Mädchen angetan hat. War das der Commissioner? Was macht er? Er spielt mit seinem Leben. Aber ich habe die ID seines Funkgeräts. Das heißt, ich kann ihn orten. Ich habe eine Funknachricht entschlüsselt. Es ist Gordon. Er lebt! Ich will, dass du die Funkfrequenz ermittelst und ihn für mich ortest. Natürlich, Sir. Die Übertragung scheint aus einem verlassenen Einkaufszentrum zu kommen. Das Gebäude ist seit einer Weile ohne Strom, Sir. Sie treffen womöglich auf ein paar Hindernisse. Der Prototyp der Distanzstromladung ist in der Asservatenkammer des GCPD. Er sollte mir weiterhelfen. Wie Sie wünschen, Sir. Officer Cash wird das sicher verstehen. Das ist alles, an das ich mich erinnere. Die anderen sind noch da draußen. Du musst sie finden. Da bist du ja. Sieh mal, das sind meine Sachen. Das ist also mein Andenken, was? Ah, nicht mal eine Statue. Die meinen wohl, sie könnten mich einfach zu den Akten legen, oder? Ich bin nicht ohne Grund zurückgeschickt worden, Bruce. Und diesmal wird mich sicher keiner. Okay, jetzt kümmere ich mich um Jim. Ha! Sehr subtil. Ich weiß, das ist die Asservatenkammer, Bruce. Aber denk doch mal an die Spuren. Ich halte ihn nicht auf. Da siehst du mich? Das ist meine Chance, Selina aus dem Waisenhaus zu befreien. Dieses kranke Spiel dauert schon viel zu lange. In der Tat, Sir. Viel Glück. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Du hast ihn nicht zum letzten Mal gesehen. Er wird dich finden. Du findest ihn. Ich weiß es. Viel Glück da draußen, Batman.